Servus Leute, willkommen zurück zu Mega Man X3. Gemeinsam mit meinem Gast hier. Hallo. Hallo. Ja, im letzten Part haben wir alle rosa Kapseln abgegrast und haben uns für den Double Dash entschieden. Mario Kart. Und jetzt geht's zu Dr. Doppler. Ey, der Schatzplanet. Stell ich mir gerade X und Zero vor, wie sie auf irgend so einem Gefährt beide hocken, wie Mario Kart Double Dash. Das wäre echt geil. Ja, aber wir werden von beiden wahrscheinlich nie mehr was sehen. Leider, leider. Was, Double Dash? Au! Nein, von Mega Man und Zero. Naja, ich habe ja noch Mega Man... Wow. Ich habe ja noch Mega Man Zero 4 als Let's Play und die Mega Man X. Ich meinte jetzt im Sinne von neue Spiele mit ihnen. Ah, ja. Ist irgendwie schade. Weil ich muss sagen, Mega Man X hat bisher immer Spaß gemacht. Die Reihe setzt sich auch sehr gut fort, und auch wenn ich mit dem allerletzten Ableger jetzt grafisch nicht ganz so zufrieden bin. Ach nee. Bin. Na, kennst du das noch? Mega Man X2 war es, glaube ich. Yep. Und auch wenn ich mit dem letzten Ableger grafisch nicht ganz so zufrieden bin, muss ich ja trotzdem sagen, es war einfach ein tolles Spiel. Meinst du jetzt das hier, oder? Nee, ich meinte den letzten Ableger, Mega Man X8. Oh. Was ist das, PlayStation oder PlayStation 2? Für mich war es Computer. Das war das Einzige, was auch für einen Computer erschienen ist. Oh. Ach stimmt, und die Musik von dem Level habe ich ganz vergessen, die war ja auch super. Aha, Zero. Ach, ich darf wieder. Natürlich. Ex, ich werde dir helfen. Ich stoppe die herunterfallende Decke. Du zerstörst diesen Schrottroboter. Immer ich. Ja, irgendwer muss ja das Kämpfen übernehmen. Ich meine, Zero ist ja eindeutig der Schwächere von beiden. Verstehe ich nicht. Wobei, was die Agilität betrifft, ist er ja tatsächlich schwächer. In Mega Man X3 ist Zero einfach nur ein Klotz. Aber dafür ist er eine Powermaschine, die alles vernichtet. Naja, er hat auch nur einen Schlag mehr. zwei. Ein Schuss und ein Schlag mehr. Dr. Dopplers Labor sind eine Menge kraftvoller Mavericks. Wir sind nur zu zweit. Sie wurden von Dr. Doppler modifiziert, um Kriegsmaschinen zu werden. Sei vorsichtig. Und was machst du? Gut, ich werde auf mich Acht geben. Danke, Zero. Ich sehe mich weiter um. Ich komme später nach. Okay. Also im Klartext, er macht jetzt eine Pause. Er macht eine Mittagspause und später machen wir. Er geht Kaffee trinken. So wie du bist mitten unterm Fight und dann auf einmal It's Tea Time. Wie bei Asterix und den Briten. Voll geil. Es ist Weekend. Tut mir leid, falsche Richtung. Ah, da oben ist was! Moment. Jetzt sollte sich der Double Dash als... Oh, da oben ist. Nein. Moment. Hahaha! Nützlichkeit. Musik ist auch geil. Das Spiel hat nur geile Musik. Ach ja, und jetzt kann ich mal anfangen, damit zu erklären, was für Änderungen es theoretisch gegeben hätte, gegeben haben könnte. Ja, ich höre, Herr Professor. Also, was dieses Level hier betrifft... Moment mal, eine Sache noch, warte mal kurz. Wobei, du bist im Roboter, passt schon. Geh weiter, ich erkläre. Mal schnell. Nee, geh ruhig weiter. Ich erkläre es einfach nur. Okay. Wenn du da jetzt bei dem Abgrund links an der Wand runtergegangen wärst, dann wärst du irgendwann in die Wand reingekommen und hättest einen leeren Raum vorgefunden.
Dieser Raum wäre nicht leer, hättest du keine der rosa Kapseln genommen. Und was du dort erhältst, ist eine goldene Rüstung, welche alle vier Chips kombiniert. Scheiße. Naja, dann wäre das Spiel auch viel zu einfach gewesen. Au. Das war eben die Sache, die ich vorhin erwähnt hatte, bezüglich, ich habe da so eine kleine innere Krise, weil du direkt vor der Kapsel stehst und ich weiß ja genau. Ach ja, und hier noch eine Änderung, wenn ich es noch kurz erklären darf. Ja. Bit und Byte hast du ja beide in den Leveln angetroffen. Ja. Du hast ja Bit mit der Eiswaffe besiegt und der ist anschließend explodiert. Ja. Byte hingegen hast du ja zum Schluss mit einer anderen Waffe erledigt und der ist abgehauen. Mhm. Hättest du beide mit ihren Schwächen getötet, wäre dieser Eingang hier oben. So, da oben. Jupp, ganz oben an der Spitze. Okay. Und was hat das geändert? Geh mal ruhig weiter. Den Rest erkläre ich gleich. Schön, irgendwie so perfektes Hintergrundwissen zu bekommen. Das ist nicht nur gut für die Story, sondern auch gut fürs Spiel. Ja. Schau mal, wer da wieder da ist. X, ich habe auf... Moment, er hat doch so eine doofe Stimme gehabt. X, ich habe auf dich gewartet. RTL hat neue Sendungen. Es war ein wirklich außergewöhnliches Sieg über mich. Nee, über Bit. Über Bit meine ich. Ich bin ein bisschen zu RTL verblödet, tut mir leid. Aber leider war es dann. Unglücklicherweise? Letzter. Ja, das war das Wort, was ich gesucht habe. Tja, und jetzt schau dir mal diesen Gegner an. Er ist hässlich. Nee, der ist nicht. Ja, erkennst du da was wieder? Ja, der ist eine Kombi aus beiden. Richtig. Au. Tja, und jetzt denk dir einfach, was wäre denn los, wenn du beide getötet hättest? Keine Ahnung, wäre dann keiner von beiden? Richtig. Dementsprechend hält in dem Fall ein anderer Boss her. Und das wäre dann wer? Wie ist der nochmal? Junk Disposer oder sowas. Das ist dann ein elefantenähnlicher Roboter, der durchaus ein ordentlicher Gegner ist, muss man sagen. Also, ich finde ihn schwerer als den hier. Lass mich nur sagen. Und privat habe ich den auch nur ein einziges Mal zufällig angetroffen. Hat der Typ hier auch irgendeine Schwäche, dieser Arsch? Er hat eine Schwäche, durchaus, ja. Und das wäre was, da geht man gerade ziemlich auf die Eier. Okay, wenn du es wissen möchtest, Nieren Tigers Waffe. Aber jetzt ist er eh schon fast tot, wenn ich es richtig sehe. Friss den. Nee, du wieder mit deinen verfickten Wichskräffeln da. Ich find's halt super, dass es Bosse in diesem Spiel gibt, die in dem Mega Man-Spiel tatsächlich eine Schlagkombination können. Ich habe ein Item verschwendet, scheiße. Ist ja nicht das Ende der Welt. Nein. Ja, jedenfalls, das wäre die erste Änderung gewesen. Du hättest hier einen anderen Boss bekommen. Mhm. Und eben diese komische goldene Rüstung. Ich hätte tatsächlich die zweite Variante nehmen sollen und ohne Rüstung durchgehen. Ohne rosa Kapsel. Na, du kannst dir mein Grinsen vorstellen, als ich vorhin gesagt habe. Oder du nimmst nichts? Naja, egal. Nee, ansonsten war, als ich noch nichts von der goldenen Rüstung wusste, habe ich auch immer die beiden Sprinter genommen. Kann ich absolut nachvollziehen. Ja, weil es praktisch ist. Nee, nicht du da oben, ich hasse dich, du Arsch. Genau deswegen. Moment. Ohne alles ist der Gegner richtig, richtig nett. Was, der was da an der Wand klebt, oder wie? Ja, du weißt, wie viel Schaden die machen, wenn sie voll aufgeladen haben. Ja. Ja, jetzt denkt ihr das ohne irgendwelche Verbesserungen. Ergo auch keine Waffen und gar nichts. Ja. Ey. Zwei aufgeladene Schüsse und du bist tot. Ja, zu dem Level gibt es jetzt auch was zu sagen. Und zwar... Ist vernichtet. Ja, aber es gibt hier... Es gibt eine Sache, die du machen hättest können.
Und der Effekt davon wäre gewesen, dass in diesem Level, dass dieses Level schwerer ist. Hier wären deutlich mehr Gegner. Es wären diese Gegner aus Toxic Seahorse Level und die hätten noch eine Zusatzrüstung, mit der sie auch mehr Angriffe haben. Oh. Und dieser Raum, in dem du dich gerade befindest, der würde komplett unter Wasser stehen. Oh. Was natürlich heißt, dass du mit der Ride Armor nicht durchkommen würdest. Kann ich durchaus verstehen. Und mit der Frog Ride Armor ist es nicht allzu schön. Ist, glaube ich, kein Geheimnis. Oh, schnell raus! Entschuldigung. Das war jetzt echt knapp. Ich bin viel zu schadenfreudig heute. Schlimm. Ist doch egal, ich bin auch sehr schadenfroh. Vielleicht bin ich's deswegen. Einfluss. Weil ich es bin. Übrigens, in dem Raum hier ist gar nichts. Wäre die besagte Veränderung eingetreten, hättest du hier einen Zwischengegner. Und noch was dazu. Wenn. Ja, das könnte man. Oh. Ja, auch mal sagen, ne, Zero hat doch ganz am Anfang gemeint, wenn du ihn brauchst, kannst du ihn rufen. Ja. Das war nicht nur ein Spruch. Sondern ich hätte ihn tatsächlich rufen können, wenn der Zwischenboss gewesen wäre. Generell, in jedem Level hättest du Zero theoretisch rufen können. Der verschwindet halt an bestimmten Sachen, wie zum Beispiel Zwischenpunkten wieder. Und bei Bossen kannst du ihn auch nicht benutzen, also wirklich nur zwischendurch. Ja, aber wie ruft man den? Start. Ja. Und ich glaube, L musst du drücken. L, drück ich. Passiert nichts. R? Ah. Ah. Ja, und jetzt wechseln die beiden halt. Und an einem bestimmten Punkt des Levels, in diesem Fall wahrscheinlich kurz vor der letzten Bosstür, sagt dann Zero, ja, hier übernimmst du wieder. Das ist geil. Ja, und jetzt hat es halt noch eine spezielle Bewandtnis mit dem Zwischengegner dieses Gebietes. Denn man kann diesen Gegner mit Zero bekämpfen. Und wenn man das macht, dann überlebt dieser Gegner mit einem Lebenspunkt und attackiert Zero derartig krass, dass Zero nicht mehr weitermachen kann. Was er dann macht, er gibt X einfach mal seinen Z-Säbel. Was? Warum? Geil! Warum sagst du mir? Ja gut, das wäre Spoiler gewesen. Es bringt dir ja auch nichts, der Boss ist ja nicht da. Ja, leider, aber Z-Säbel ist logischerweise auch meine Lieblingswaffe in... Mega... Kack! In Mega Man Zero. Ja gut, das wäre aber dann genauso wie bei Zero auch nur so ein zusätzliches Aufladen gewesen, wo man halt dann zum Schluss noch mit dem Säbel zuhaut. Naja. Also keine direkte Nahkampfwaffe in dem Sinne. Schade. Aber es wäre halt möglich gewesen, das zu machen. Das war anbei auch eine Sache, die ich ewig lang nicht wusste. Da dachte ich, ich wüsste alles über das Spiel. Und dann habe ich das noch gesehen und dachte mir, okay... Hätte ich gewusst, dass du so viel über das Spiel weißt, hätte ich dich schon in Mega Man X. Ja, ich habe vergessen, der kann in der Luft nicht dashen. Na, ja, Zero ist halt wie gesagt nicht sonderlich agil verglichen mit X. Zumindest in diesem Spiel noch. Kommt das Teil wieder? Ja, aber ich würde mal zur Seite gehen, damit es auch wirklich hier unten wieder erscheint. Ansonsten wartest du da ewig. Zero, du bist nicht so kompetent, wie ich gehofft hätte. Kann ich wieder wechseln? Ich denke, ja. Interessanterweise ändert sich auch das Bild von X entsprechend der Rüstungsteile, die man gesammelt hat. Ah. Also das ist kein festes Bild, sondern das orientiert sich komplett daran, wie er gerade ausschaut. Und jetzt kann ich ganz normal wieder ja, in der Luft dashen und so. Mhm. Perfekt. Ach Gott, musst du unbedingt eine Schnecke sein. Ja, das ist ein anstrengender Teil im Mega Man X3. Und besonders schön, wenn man runterfällt. Ich fahre nicht runter. Also... Ich habe vollstes Vertrauen, dass du das hinkriegst. Also, Dings. X fällt nicht runter. Silver schon. Ja, mit Zero muss man halt einen ordentlichen Sprung rüber machen.
Wie viele Stunden sitze ich jetzt hier schon überhaupt dran? Gar nicht mal so lange, oder? 4 Stunden? Nicht mal? Ja, im Spiel vielleicht nicht, weil das ist der, oh, ich glaube, 9. Part oder der 10. Das heißt, in etwa 200 sind fast 3, das heißt, auf jeden Fall über 3 Stunden, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Achso, die hat mich verarscht. Yep. Naja, was heißt verarscht? Wenn du die Schnecke nicht wechselst, kommen die Gegner halt trotzdem auf der rechten Seite. Ja und? Die mache ich alle naja, platt. Die erwischen dich halt da ganz gut. Warum bin ich überhaupt noch auf der Schnecke? Bis die da oben ist. So, laden! Ja, ein großer Raum. Der nach besagter Änderung mit Wasser geflutet wäre und wo dich ein anderer Boss erwarten würde. So, das heißt, hier ist gar kein. So, das hier ist jetzt der Boss, der Ersatzboss. Nee, nicht du schon wieder. Tja, was glaubst du, hättest du machen müssen? Meine Warterei ist endlich vorbei. Ja, prepare to die, also mach dich bereit zu sterben. So, mach dich bereit, von der weltmächtigsten maschinellen Rüstung überhaupt vernichtet zu werden, den neuen Goliath. Tja, aber Wald hat man irgendwie das Gefühl, der kann gar nichts selber ohne irgendeine Maschine. Ah, kann auch nicht, der ist ein Spast. Ganz unfähig würde ich ihn auch nicht betiteln, aber. Das vielleicht nicht, aber das ist immer so. Man muss Gegner beleidigen, damit sie denken, oh, jetzt muss ich mal auspacken. Und wenn sie dann erst recht nichts können, sind sie noch blöder. Das ist eine interessante Logik. Es ist so wie in einem Horrorspiel, da muss man auch die Monster beleidigen, weil man Angst vor ihnen hat. Okay. Ja, so ganz nach dem Motto, wenn man das Monster beleidigt, dann hat es wenigstens einen Grund, dich zu töten. Im Übrigen, die Änderung für diesen Teil des Spiels wäre auch wieder gewesen, Weil mit seiner Schwäche zu töten. Und die wäre? Nieren Tigers Waffe. Achso. Hättest du ihn damals in der Fabrik erledigt, wäre er gestorben. Und was wäre dann stattdessen hier? Stattdessen wäre hier in dem vorherigen großen Raum ein. Wie soll man sagen? Irgend so ein See. Irgendein Meeresgetier. Ein großer Roboter, der aber an für sich nicht viel kann. Also, ich fand den lachhaft. Ja, genauso wie ich Y gerade lachhaft finde. Wow! Das Feuer ist ziemlich fix unterwegs. Aber so ansonsten würde ich nicht sagen, dass der jetzt irgendwie eine große Bedrohung wäre, wenn er mich nicht anfassen würde, so lüstern. Tja, seine Attacke aus dem ersten Teil noch. Hallo. Da war die noch ziemlich stark. Wow! Ey! Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Weil einer von den Bossen ist, von denen ich Angst habe. Nee, er folgt halt zu sehr seinem Muster. Er ist ja der Oberprimat hier. Au. So Schwachmat, Primat, wie auch immer. Ja, das sind schon zwei unterschiedliche Sachen. Nein! Bam, in die ekelhafte Visage. Obwohl, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spiel noch so lange dauern wird. Das kommt ganz drauf an, wie du dich anstellst. Naja, bis jetzt ist er tot. Denk nicht, dass das Sünde ist, X. Ich werde dich jagen, bis der Tag, an dem du stirbst. Ich
Ja. Ein Lob an deine Authentizität. Gibt's das Wort überhaupt? Ich meinte ja. Ich meine ja. Ja. Ein Lob an meine Kunst des Verreckens. Authentizität, ja, war schon richtig. Nicht Authentität. Ich nehme den falschen Kopf. Naja, Nee, Authentizität. dann hast du recht. Dann würde ich sagen, das war der heutige Part von Mega Man X3. Ich glaube nicht, dass das Spiel noch allzu lange dauern wird, aber schauen wir mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Fertig. Ciao.